Hallo liebe Videofreunde. Guten Morgen. Ja, wir befinden uns jetzt im Trentatal in Slowenien und haben ein paar Tage Videopause gemacht. Zum einen, weil wir einfach mal ein bisschen Ruhe haben wollten und Privatsphäre. Zum anderen gab es auch nicht immer so sehr viel zu berichten. Wir haben aber ein paar Aufnahmen natürlich gemacht, nur keine Updates, wo wir jetzt so sind und was wir gerade tun. Das wollen wir heute nachholen. Und ja, wir fangen mal an. Losgefahren sind wir in Senji. Ja, Senji oder Senji, wie es ausgesprochen wird in Kroatien, das wissen wir nicht. Und dort sind wir dann durch Slowenien gefahren. Unser Navi hatte uns an, oder Michaels Navi hatte angegeben, dass durchs Land die Tour die schnellste ist. Das war aber irgendwie ein Irrtum, weil wir sind ziemlich lange gefahren an dem Tag. Es gab auch viele Baustellen, ne? Ja. Und war eine ganz schöne Gurkerei. Und sind abends dann ziemlich kaputt angekommen und sind dann im Bled abgebogen und sind hinter ins Tal reingefahren bis nach Bohini. Sind zu diesem See in der Ort, wo dieser See ist, der heißt Ukansch. Ja, wahrscheinlich. Und da wollten wir eigentlich, wir haben eine Wespe oder was auch immer das ist, auf dem Objektiv. Das ist schlecht. Das müssen wir mal wegmachen. Ja, dann sind wir hinter zu diesem See, auch zu diesem, die ist schon wieder da. Also falls ihr an der Seite ein fliegendes Objekt seht, will nicht von der Linse weichen. Ja, wir sind also hinter ins Tal gefahren, in diesen See bei Bohini und an diesen Campingplatz in, wie? Was habe ich gesagt? Ukansch. Ukansch, genau. Und der hat uns überhaupt nicht gefallen. Also das war ein ziemlich, wie soll ich denn sagen, ja, so ein Naturcampingplatz, wo alle durcheinander gestanden haben. Es gab irgendwie da gar kein System. Alle querbeet. Es gab auch keinen, für uns keinen ebenen Platz mehr, sondern nur noch, ja, wie soll man sagen? Das war im Wald drin, ja. Die besten Plätze waren halt weg. Ganz klar, die vorne am Seeufer. Naja, und wir hätten halt gucken müssen. Wir hatten einen, der ging einigermaßen. Also ich hätte die Kiste wahrscheinlich gerade gekriegt. Ah, es war schon sehr uneben und auch dann, also mitten mangt den Bäumen, also sehr dunkel auch, ja. Und hat uns überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich nochmal bei Park for Night geschaut und habe dann 5 Kilometer oder 6 Kilometer davor, glaube ich, war es gewesen, oder ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ist auch egal, gab es den Campingplatz, ich muss mal gucken, ich habe mir das noch ein bisschen aufgeschrieben hier, Danica. Und dort sind wir dann hingefahren und das war auch gut so. Der war schön, der Campingplatz. Ja. Der hatte also war sehr großzügig angelegt, ordentlich, sauber. Und dann hat man auch nicht so ganz nah aufeinander gestanden. Und dort sind wir 2 Tage geblieben. Und am nächsten Tag sind wir dann hintergefahren, wieder zu diesem Campingplatz. Weil dort geht es dann zu der Vogelbahn. Und da kann man auf den Berg hochfahren. Und dann ist auch dort dieser Wasserfall. Wasserfall. Guck mal gerade, weil die. Die möchte halt mitgefilmt werden. Die möchte mitgefilmt werden. Also wenn die mit oben ist, ist halt so. Ja, und dann sind wir zu dieser Vogelbahn und dort sind wir dann hochgefahren. Und für 48 Euro. Für 48 Euro und die haben wir mal gerade, die hätten wir mal gerade so zum Fenster rausschmeißen können. Also das wäre genau das gleiche gewesen. Also wir sind da hochgekommen und waren eigentlich ziemlich enttäuscht. Und sind wieder runtergefahren. Ja, wir waren nicht lange da oben, nee. Haben ein paar Aufnahmen gemacht und sind wieder runtergefahren, weil die Kulisse da oben war nicht überwältigend, muss man mal nee. So sagen. Also uns hat es nicht gefallen. Nee. Und wir sind dann wieder runtergefahren und dann sind wir zu dem Wasserfall hinter, diesen Socha-Wasserfall. Mhm. Und dort mussten wir erstmal 10 Euro Parkgebühren entrichten. Für 3 Stunden, ja.
Also das fand ich ganz schön heftig, muss ich echt sagen. Und dann musst du auch noch mal Geld bezahlen, um den Wasserfall zu sehen. Ja, 3 Euro pro Person. 3 Euro pro Person. Aber da habe ich gesagt, okay, das ist ja in Ordnung. Aber mit dem Parkgebühren, das fand ich schon echt heftig. Ja. Und dann sind wir da hochmarschiert. Und ich kann euch sagen, es ist eine Herausforderung. Ja. Gefühlte 1000 Stufen. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es war echt anstrengend. Und ja, dann kommt man da oben an und hat dann so einen kleinen Aussichtspunkt. Und da kann man dann den Wasserfall sehen. Ja. Und wenn man in Norwegen gewesen ist, und ich weiß nicht, wie viele Wasserfälle wir in unserem Leben in Norwegen da gesehen haben, und steht dann davor, es war ein toller Wasserfall, keine Frage. Ja. Also es ist ein sehr, sehr schöner Wasserfall. Aber dann ist man schon, sagen wir mal so, verwöhnt. Ja. Und es war toll, wir haben Aufnahmen gemacht und die werden wir euch jetzt auch gleich zeigen. Marschiert sind von dem Wasserfall, sind wir essen gegangen dort unten an der Station. Sehr gutes Essen, also mein Essen war sehr gut. Michael hat ein sehr deftiges Essen gehabt, das war schon heftig, aber hat trotzdem gut geschmeckt. Ne? Konnte man essen. Ja, ja, konnte man halt nicht wissen, dass dann sowas kommt. Es war halt sehr fettige Bratwurst. Ne? Ja. So eine Knacker. So, ja. Und ich hatte, mein Essen war wunderbar, also ich hatte Glück gehabt. Gott sei Dank haben wir nicht vorher gegessen, bevor wir da hoch sind. Oh, das wäre gar nicht gegangen. Also mit deinem Essen sowieso nicht. Das hätte man, glaube ich, zwischenzeitlich entrichten müssen. Thank you.
Campingplatz gefahren. Und am nächsten Tag sind wir weitergefahren.